Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei Thief. Letztes Mal sind wir in den Glockenturm reingekommen, was unser Lager darstellt. Und wir haben in der letzten Folge auch was gelesen, wo auf dem Stein gekritzelt war, wer zur Hölle bist du? Und wir sollen uns jetzt mit Basso treffen. Und darum klettern wir einfach mal nach draußen. Die Stadt Stonemark, möchtest du in dieses Viertel gehen? Ja. Möchte ich. Und es wird geladen mit einem wunderschönen Ladebildschirm. Hinweis, auf den Dächern kannst du dich ungesehen fortbewegen. Das ist natürlich schön. Da werden wir uns natürlich auch öfters mal dran halten. So, es lädt. Das geht vorbei, Sir. Ganz gewiss. Nicht die Schwermut. In 2 Tagen sollen Männer seinen Besitz für die Wache requirieren. Mit einem Karren. Jawohl, Sir. So, hier komme ich anscheinend wieder ins Lager. Oder? Ja. Nein, möchte ich nicht betreten. Ich wollte bloß nochmal gucken, ob das stimmt. Okay, wir haben soweit alles voll. Das heißt, wir gucken uns jetzt hier mal kurz um. Da haben wir eine Flasche, die nehme ich natürlich mit. Man weiß ja nie, wofür man die gebrauchen kann. Und da hinten blinkt es. Die Frage ist nur, wie komme ich da hin? Und wie komme ich hier wieder hoch? Nein! Au! Scheiße! Jetzt muss ich doch das erste Mal Nahrung essen. Und den Pfeil lege ich mal weg. Und natürlich nehmen wir uns hier alles mit, was wir finden können. Hier hat's doch gerade geblinkt. Hä? Bin ich blöd? Die Straßen sind nicht mehr sicher. Ach, da unten ist wieder so ein Wachmann. Oh, 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 oh. Scheiße. Ich sagte doch, du kannst nicht zurückkommen. Ich kann doch sonst nirgends hin. Nirgends? Was? Ach hier. Hat die Wache das Kreuz an deine Tür gemalt? Ja, und ich bin kein Schwermütiger, aber es ist sinnlos, denen das zu sagen. Oh oh. Hilfe! Versteck mich mal hier hinten drinne. Aber die kommen nicht hierher gelaufen, oder? Nee, anscheinend nicht. Ich brauche eine Pause. Ich kann doch bestimmt den seine Fackel ausschießen, oder? Das werde ich dann nachher gleich mal ausprobieren. Moment, wir haben ja Zeit bei dem Let's Play. Das tut weh. Eine Tür. Erstmal gucken wir natürlich durch das Schloss. Okay, scheint niemand zu Hause zu sein. Und wir haben jetzt eine kleinere, verbesserte Empfindlichkeit. Merkt man natürlich schon. Na, komm, da haben wir das Schloss. Komm, Stift, zeig dich. Nein! Da. Okay, dann machen wir die Tür auf. Und wieder zu. Denn wir wollen ja nicht, dass uns die Wachmänner hinterherlaufen. Und dann machen wir auch gleich das Licht aus. Und ich sehe überhaupt nichts mehr. Alter, ist das dunkel. So, hier geht's auch nicht weiter rein. Aber da blinkt etwas. Juhu. So, dann nehmen wir das doch mal mit. Was ist mit den Eintopfküchen passiert? So. Okay, das hätten wir. Ich frage mich nur, was ich mit dem Geld noch alles machen kann. Sonst ist hier weiter nichts. Okay, dann können wir hier auch wieder rausgehen.
Zeiten. Oh oh. Ich sehe euch. Alter, wieso sehen die mich hier? Ach ja, ist das so? Alter. Der Gestank hier ist widerlich. So, ich möchte jetzt gerne, wenn ich nur wüsste, wie ich bei ihm das ausmache. Die ich warte nur, bis die Schraubenschlüssel erforderlich. Natürlich! Wo soll ich denn jetzt einen Schraubenschlüssel herkriegen? Nein, er kommt wieder zurück. Das ist natürlich blöd. Na komm, dann lauf mal hier vorbei. Was die wohl in den Eintopf werfen? Na, das weiß ich natürlich nicht. So, wir knacken mal schnell das Schloss. So, schnell hier rein. So, Tür zu. Und sich schnell hier umgucken. Licht aus. Wir wollen ja nicht, dass uns jemand hier entdeckt. Einen Füller, juhu. So, so viel ist ja jetzt hier nicht überall drinne. Das sind bloß Schränke zum Verstecken. Okay, die Wachmänner kommen wieder zurück. Das ist natürlich super. Kann ich jetzt eigentlich überhaupt nicht gebrauchen. Und ich möchte ihre Geldbörsen haben, aber ich weiß nicht wie. Okay. So. Dann machst du mal die Tür auf. Ich brauch was zu trinken. Ja, dann hol dir halt was zu trinken. Oh. Die Ratten haben gerade Geräusche von sich gegeben. Nee, ich würde euch gerne was geben, aber ich kann leider nicht. Das verbietet mir das Spiel. Vollidioten haben mich nicht gesehen. Lass mich! So, ich husch mal hier ein bisschen durch die Schatten. Mich. Wo bin ich denn jetzt wieder? Bin ich jetzt wieder hier am Anfang? Ah, okay. Wusch. Von diesen neuen Lampen kriege ich Kopfweh. Sie ist positiv. Jetzt verhungern wir wenigstens bei Licht. Da unten blinkt es. Nehme ich natürlich mit. So, wie kann ich denn hier jetzt den bestehlen? Bleibt der da eine Weile stehen? Husch, 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 husch. So, deine Geldbörse habe ich, mein Freund. Jetzt ist hier von deinem Kumpel die Geldbörse natürlich auch noch dran. Ach, es gibt nichts Schöneres, wenn man genügend. Natürlich sind sie das. Die Großköpfe laden ihre Leichen zu verrotten. Sind sie das. Ist das schön, wenn man Wasserpfeile hat? Ach so, der hat gar keine Geldbörse. Das ist natürlich
Super. Und jetzt müssen wir mal gucken. Da hinten konnte man nämlich ein Fenster aufmachen. Verdammt. Das hat ja nicht so geklappt. Ich wollte nämlich den seine Fackel jetzt ausmachen. So, und hier hinten können wir das Fenster aufhebeln. Das machen wir natürlich mal. So, mach mal auf den Lachs hier. So. Und dann schauen wir uns hier doch einmal ein bisschen um. Zum Beispiel nehmen wir dieses Bild mit. Oder den Bilderrahmen. Hier scheint ja keiner weiter zu Hause zu sein. Umso besser. Da kann ich in Ruhe hier mich umgucken und mitnehmen, was nicht nied- und nagelfest ist. Ein Brieföffner. Und ein Münzenhaufen. Okay, das war's auch schon hier drinne. Ist jetzt nicht sonderlich viel. Das hier kann ich nicht aufmachen hier. Schade. Schade, schade, schade. Und das ist das hier. Das kann ich auch nicht mitnehmen, auch wenn es golden aussieht. So, ich möchte natürlich auch wieder nach draußen. Das heißt, wir müssen uns wieder... Wir müssen auch ausbrechen, anstatt einbrechen. Den Streck. Ich dachte, dafür wird man eingesperrt. Einsperren? Schwermütige in unseren Zellen. Großartige Idee, Spatz. Ich glaube, ich habe jemanden gesehen. Oh, 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 oh. Alles klar? Komm zurück an die Arbeit. Was? Wer war das? Komm raus, Feigling! Ganz ruhig. Wir sind Wachmänner. Ich finde dich und dann geht's an den Galgen. Du siehst mich nie. Ganz ruhig hier sitzen bleiben. Er kann sich nirgends vor uns verstecken. Oh, 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 oh. Ich glaube, ich habe Scheiße gebaut. Jetzt hau ab! Nichts. Er muss entkommen sein. Noch ist es nicht vorbei. So, jetzt kann ich wenigstens seine Geldbörse klauen. Hier hat sich nichts bewegt. Ich hätte das letzte Glas nicht trinken sollen. Alter. Das gefällt mir nicht. Danke. Alter, war das... Das war ganz schön knapp. Nein, hat keiner das Licht ausgemacht. Da hast du dich verhört. Beziehungsweise verguckt. Du Vollidiot. Nein! Bevor du dich mit mir anlegst, bleibst du besser versteckt. Ja, 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 ja. Komm, hau ab. Vollidiot. Ja, hast dich auch geirrt. Irgendwas stimmt hier nicht. Liest du Zeitung? Da steht, die Tierkeulung hat funktioniert. In der Tat, die Tiere sind alle tot. Aber die Schwermut ist noch da. Mann! Ich kann nicht lesen, aber ich rieche den Dayport-Mist. Boah, da geht mir auf die Nerven, der Typ. Er soll hervortreten. Nein, ich trete nicht hervor. Und selbst wenn ich hervortrete, seht ihr das alles in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.